Hallo und willkommen bei 7 Days to Die, bei einem neuen Let's Play-Projekt. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe noch jemanden mitgebracht. Das ist der liebe Gamer Nico HD. Einen wunderschönen guten Morgen, Nico. Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen guten Morgen auch an meine Leute und ein herzlich willkommen. Ja, wir haben uns gedacht, mal. Wir wollen auch mal bei dem Projekt 7 Days to Die einsteigen, was auch so jeder mal irgendwie macht. Und sind jetzt hier. Wir spielen auf einem Server. Das ist kadeboom.de. Sind sehr nette Leute drauf. Und da wollen wir doch mal schauen, wie lange wir überleben. Also, würde ich sagen, legen wir mal los. Ich weiß nicht, wir hatten uns gedacht, wir machen so 20 Minuten Aufnahmen einmal die Woche. Und dann schauen wir einfach mal, wie das bei euch ankommt. Und ihr entscheidet des Weiteren, ob wir das weitermachen oder nicht. Oder ist doch so, Nico, oder sehe ich das anders dann? Naja, wir werden erstmal hier ein paar Folgen rausklatschen und werden gucken, wie es bei euch ankommt. Aber ich denke mal, es gibt so viele Leute, die hier auch sowas machen und ich finde, wir machen erstmal und dann werden wir ja sehen. Genau. Wir haben schon ein bisschen was gecraftet, wie ihr seht. Wir haben schon ein bisschen Werkzeug. Wir haben auch schon ein bisschen was im Inventar, weil wir mussten uns ja erstmal finden. Und dadurch hat man dann einfach schon ein bisschen an Material mitgenommen. Ich glaube, ich bin auch schon dreimal gestorben. Ich weiß nicht, Nico, bist du schon mal gestorben? Hier, ja. Ja. Ich mir gedacht. Naja, es ist ja auch schon, ihr seht ja auch schon, der Server läuft ja auch schon seit 190 Tagen, 191 Tagen. Da ist dann schon einiges los mit den Zombies. Aber wir starten halt jetzt richtig damit erstmal durch, würde ich sagen. Nur man kann halt nachts nicht viel machen. Wir müssen halt abwarten. Naja, Ja. das ist ja nicht so schlimm. Was haben wir vor eigentlich? Jetzt am helllichten Tag, am nächsten Tag. Ich würde sagen, mal so ein bisschen. Ja, ey, ich würde erstmal sagen, dass wir uns erstmal aus dieses Haus rauswagen und erstmal Ressourcen sammeln, die wir benötigen und dann werden wir uns erstmal schön uns eine Bleibe suchen, so eine richtige Kambabumba, sag ich mal. Genau, würde ich auch sagen, ist eine gute Idee. Ja, dass wir uns mal absichern können hier in so einem Haus. Überlebst ja nicht so lange, muss ich sagen. Das stimmt schon, da hast du recht. Was gibt es sonst noch so zu sagen zu dem Projekt? Eigentlich erstmal noch gar nichts. Ja, gut, wir spielen in der Alpha 12.3. Ist ja jetzt erst vor, glaube ich, 2 oder 3 Tagen rausgekommen. Ja, sonst gibt es eigentlich so zu dem ganzen Projekt erstmal gar nichts zu sagen, würde ich sagen, oder? Nö, also. Nö, eigentlich gibt es da noch nicht viel zusammen, weil noch nicht viel los ist. Gelootet Und haben wir dann auch werden schon wir, alles, ja, in dem Haus. Das ist ja, und blöd. dann werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Genau. Meine Freunde. Ach, die Nacht ist immer blöd, ey, dass man da nichts machen Nein, kann. die Nacht ist echt bescheuert, kannst du voll knicken, ey. Aber ist hier auch dazu. Ja, muss ja auch sein. Nachts kann man halt schön craften und so weiter, wenn man mal was hat. Aber wir haben ja nichts. Also, wir haben ja gerade erst angefangen. Das ist ja das. So. Naja, das geht auch. Das ist die erste Nacht und dann werden wir weiterschauen. Dann können wir mal ein bisschen aufräumen. Das Inventar muss ja auch mal gemacht werden. Ja. Hast du eigentlich schon Waffenteile gefunden? Nö. Ne, noch gar nicht. Ich habe schon zwei. Ich habe einen Hunting Rifle und eine Pump Shotgun Receiver schon gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und ich habe ein Repair Tool. Damit können wir Wood Frames aufwerten und so. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Einen Kochtopf hast du nicht zufällig gefunden. Doch, Hast zwei du? Stück. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich habe nämlich ein paar leere Gläser. Da können wir dann mal Wasser auffüllen. Hast du noch leere Gläser? Zufällig? Ah, wunderbar. Ja, ich sammle die mal Dann auf. gebe ich dir erstmal ein, dass du Danke, auch danke, einen danke, hast. danke. Ich Jo. habe leere Hast du? Gläser, 3 Stück. Dann gib mir die her, dann fülle ich die nachher, wenn wir runtergehen, gleich mal auf mit Wasser. Dass die dann schnell abkochen können dann auch. Genau, super. Danke dir, dann fülle ich die dann Am auf. besten sammelst du gleichzeitig noch diese gelben Pflanzen. Da Ja. machen wir noch einen schönen Tee draus. Okay, machen wir. Das hilft nämlich dann noch besser zu generieren. Okay, gemacht.
Aber jetzt erstmal ein Stückchen Kaffee, ja? Also ich muss jetzt erstmal ein Stückchen Kaffee trinken hier. Ja. Genau. So, wir haben es jetzt schon 4 Uhr morgens in Game. Stimmt. Nicht, dass ihr denkt, in echt. Nee, also das Dann wären muss wir nicht ja sein. echt verrückt. Ja. Aber das kommt auch irgendwann, glaube ich, dass wir so früh aufnehmen. Oder durchgemacht haben die Nacht. Ja, man hört da draußen schon die Zombies rumflitzen. Wir haben hier so ein kleines, eine kleine Stadt oder kleines Dorf hier im Schneebiom. Stecken wir mittendrin. So an der Grenze zum Schneebiom. Der Vorteil ist halt, im Schneebiom kann man sehr gut Holz hacken. Oder eher gesagt, wegschaufeln. Kriegen wir dann auch gleich Wasser für unsere Gläser. Oh, das wusste ich nicht. Nee, du kannst mit einer Schaufel. Du kannst ja mittlerweile auch eine kleine Steinschaufel craften. Das ist ganz geil. Und dann schaufelst du, glaube ich, zweimal Schnee weg und dann fällt der ganze Baum um. Das ist ganz praktisch geworden. Also das geht super schnell. Mit der Holzsammlerei. Das ist schon sehr einfach geworden damit. Ja. Das schon. Ist nice geworden. Also es ist wirklich. Ja, ich finde es schon dann ganz interessant. Was man alles so machen kann, wenn man hier alles durchblättert. Da gibt es so einiges, was man machen kann, ja. Viel zu viel. Ich muss mir dringend was zu essen suchen. Wir müssen demnächst nochmal so ein Haus looten gehen, dass ich mir was zu essen suchen kann. Da muss ich mich selber noch. Wo was versteckt ist, kann man sich ja nicht merken. Das ist richtig, das ist einfach viel zu viel. Aha, Steinschaufel habe ich Ja, gefunden. genau. Ja, das ist drei, da brauchen wir 3x3, 3 Sticks und 3 Steinchen. Genau, richtig. Steine habe ich nicht. Ne, ich habe auch keine mehr. Ich hatte mir jetzt schnell noch eine gemacht, aber dann ist Steine alle. Ja, leider. Aus, dass es draußen regnet, weil ich manchmal sehe, dass es durchregnet. Echt? Also das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Siehst du mal? Da achtest du auf andere Sachen, wie ich würde ich behaupten. Ja, ich bin. Wenn es um Grafik geht, bin ich da so ein bisschen. Oh doch, du hast recht. Wenn ich jetzt hier so stehe, ist mir das auch gerade aufgefallen, dass es da durchgeregnet hat. Aber nur in der einen Ecke sehe ich gerade. So, 5 Uhr. In einer Stunde ist es soweit. Wir können ja schon mal ein bisschen runter gehen, gucken. Ich kann mal die Gläser auffüllen. So, ich habe die Gläser mal mit Wasser aufgefüllt. Ein Klon oder was drin? Nö, aber ich habe da, wie gesagt, das Wasser rausgeholt. Klowasser, i. Ja, wir kochen es ja ab. Ist ja nicht so, dass wir das jetzt pur trinken werden. Ja. Also, das wäre ja auch eklig. Oh ja, dann hast du jetzt diese Pipe rausgekriegt. Das ist sehr praktisch. Die kann man nämlich gebrauchen, um uns nachher dann eine Forge zu bauen. Ja, das ist sehr gut, dass du dich schon mal abgekloppt hast. Aber ich brauche dringend was zu essen. Essen. Ich sehe schon Küche. Ah. Na super, nichts zu essen. Gibt's hier noch Vorhänge oder was klopfst du hier gerade kaputt? Ich habe mein Bett eingesackt. Ah, stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Gut, dass du das sagst. Ja, ich habe aus zerdeppert gerade, ich Idiot. Ah. Kann man das nicht mit E Eigentlich klauen? weiß ich gar nicht. Normalerweise doch. Da müsstest du gleich nochmal eins nehmen. Ein neues. Einen Hat da neuen bauen. gerade. Ja. Warte mal. Hast du nicht Da eingesammelt? gerade. Muss ja nochmal durch und ich weiß ja nicht wo. Leitung, ach da. Musst du dir gleich nochmal einen craften, schnell sammeln, mir nochmal schnell Stoff dafür und dann. So wird die Hose immer. Das stimmt, ich habe gesehen, du hast dir aus Gras hast du dir eine Hose gekräftet. Ja, habe ich gesehen. Erstmal. Ja, habe ich nicht genug Gras dafür gehabt. Habe ich nicht genug Gras, werde ich mir aber gleich mal sammeln. Aber ich habe wenigstens schon eine Bandana und eine Mütze. Das ist ja schon mal ein Anfang, wenigstens. Okay. So, ich glaube, wir können schon so langsam mal vorsichtig rausgehen, oder? Was meinst du? Wir haben 10 Minuten, ja, 9 Minuten, dann ist 6 Uhr, dann rennen die Zombies ja nicht mehr.
Oder wollen wir lieber warten, bis es wirklich 6 Uhr ist? Warte bis 6 Uhr. Okay, alles klar, machen wir. Ja, gut, sehr gut. Jetzt kommt Gut. gleich ein schöner Ton. Und dann heißt es, Zombies rennen nicht mehr. Ein. Er ist da. Wir können raus. Super. Legen wir los, würde ich sagen. Okay, du hast den Vortritt. Oh, danke. Super. Sehr lieb. Und gleich auch mal Zombies. Gleich mal Steine sammeln. Oh, wie schnell wurde das hier auf einmal weiß? So. Ja, weil das ja eigentlich Schnee ist. Ich gehe mal schnell schon ein paar Bäume besorgen. Upsa. Ach stimmt, man kann ja mittlerweile wird man ja auch von den Bäumen erschlagen. Vorsichtig. Ja. Okay, den haben wir gekriegt. Ja, und die Zombies hier im Schneebiom sind auch, also die Eiszombies, sage ich jetzt mal dazu, sind natürlich auch viel schwerer wie die normalen Zombies. Also. Oh Mann, ich treffe aber auch gar nicht, ey. Oh ja. Aber wenigstens etwas. Ich glaube, du solltest dir erstmal einen Bogen bauen. Haben Und aber die Pfeile. Vorhabe. Ja. Oh ja, wir haben schon einen Eiszombie. Am Bobbes. Ich versuche dir den einen da mal wegzumachen. Vorab, Mann. Ja, ich habe ja wie gesagt ein paar Pfeile übrig gehabt oder ein paar gemacht. Okay. So, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal aus der Schusslinie hier. Ja, würde ich auch sagen, machen wir. Oh ja, es sind ja ein paar viele, dann lass uns mal laufen. Auch ein bisschen eine Ecke, nur eine Ruhe-Ecke. Ja, da müssen wir auch ein paar Steine sammeln. Ah, ja immer. Nester, Gras. Genau. Super. Ich muss Das gleich. nehmen wir auch noch. Ich sammle auch mal gleich hier wieder die Kotten ein für Stoff, dass wir uns auch Bandagen machen können. So, und nebenbei fäll ich ein bisschen Holz. Komisch, ist das jetzt hier kein Schnee mehr, wo ich drinne stehe? Okay, hier habe ich das Gefühl, hier läuft eine kleine Horde lang. Habe ich dich eigentlich getrackt? Ich glaube. Ah ja, ich hau ja schon ab. Sehr gut. Ah, Trackfriend. Ne, ich hatte dich nicht getrackt, sehe ich gerade. Muss ich gleich, habe ich gleich mal nachgeholt. Warte nun hier. Oh, ich Kaffeeboni von Kurs. Sehr gut, da können wir mal Kaffee anbauen. Steine sind ja ganz viele hier. Nesta sieht jetzt wieder ganz schlecht aus, finde ich. Okay. Achtung, hinter dir Zombies. Naja, alles gut. Ja, das sind meine Lieblingszombies. Die wackeln immer so mit dem Kopf, ey. Die kann ich gar Oh nicht. ja, das kannst du aber laut sagen. Oh ja, dafür brauchst du einiges an Pfeilen. Okay, einer weniger. Jetzt habe ich natürlich mein Bett eingesammelt. Das ist natürlich eigentlich blöd gewesen. Weil, wenn jetzt irgendwas ist, spawne ich wahrscheinlich wieder in der Pampa. Okay. Jetzt nur noch einer übrig. Aber ich habe auch nicht mehr genug Pfeile. Tue mal den Zombie aus. Ist getroffen, das ist natürlich super. Okay. Na na. Da würde ich vorsichtig sein. Hast du dir schon einen Bogen gemacht? Okay, mein letzter Pfeil leider.
kann auch irgendwie mit der Schaufel zuhauen, habe ich gehört. Die hat eine größere Reichweite. Okay, geschafft. So. Ich würde sagen, wir sammeln noch ein bisschen Holz. Bisschen Holz sammeln. Wir müssten auch, wenn es möglich wäre, die Stadt mal ein bisschen looten. Oder das Dörfchen, das kleine Ding. Upsa. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Guck mal, ich helfe dir, es geht viel schneller. Geh weg, geh weg. Achtung. Hinter dir ist irgendwo was. Ja, hinter dir. Oi, habe ich den Holz gekriegt? Ja, habe ich. Bräuchten, Federn. Hast du zufällig Federn gefunden? Weil dann könnte ich vielleicht zufällig. Nein. Nein, okay. Schwierig, schwierig. Ja, das ist schwer, aber gut. Ja, natürlich, ist ja richtig. Ich hole noch mal ein bisschen Holz. Ich würde sagen, die ersten ein, zwei Nächte, solange wir noch nicht viel haben, sollten wir vielleicht doch noch in dem Haus bleiben. Dass wir wenigstens irgendwo einen Unterschlupf haben, können wir vielleicht die Stadt noch auslooten. Noch eben gerade einen Baum gefällt. Da ist er doch. Also ich habe jetzt sogar schon von 25 von diesen Stämmen. Das ist ganz praktisch. Da kann man schon so einiges mitmachen. Ja, hundertprozentig. Warum sehe ich dich eigentlich nicht mehr auf der Map? Das interessiert mich mal. Dann müssen wir uns noch mal. Nochmal einladen gegenseitig. Ist eigentlich gespeichert bleibt, ne? Ja, eigentlich ja. Deswegen wundert es mich ja, dass ich, ich habe dich aus. Ich werde dich nochmal schnell, removen und dann lade ich dich einfach nochmal ein. Aber ich sehe dich gar nicht. Bei mir steht Player-ID nicht da. Also bist nicht für mich in der Freundesliste drinne. Das ist ja komisch. Oh, du hast ja aber ganz schön was geholt, hä? Hast du ein paar Freunde mitgebracht? Aber so viel Tee haben wir noch gar nicht zu der Teeparty. Aber ich. Ja, dann ist ja gut. Oh, wow. Ich bringe aber auch welche mit, das ist mein Problem. Wir haben keine Pfeile, nichts Großartiges. Da drüben ist ein schönes Steinhaus. Da hätten wir uns vielleicht reinbauen sollen oder so. Wäre vielleicht besser gewesen. Da genau die Straße entlang, da rechts auf der rechten Seite ist ein schönes Steinhaus. Wurde schon alles gelootet. Ja gut, klar. Da verläuft ja auch schon ein paar Tage. Ich denke, da würde Ja, schon. aber das wird doch regelmäßig Ja, ich weiß aber aktualisiert. nicht, wie das eingestellt ist. Nee, das Auto zum Beispiel nicht. Das ist zum Beispiel. Pass auf, da kommt was. Oh, ich habe was gefunden. Das könnte uns vielleicht helfen. Geh mal. Boah, das war aber nicht nur noch mein Fräulein. Oder mein Freund, besser gesagt. Du nicht. Damit haben wir aber nicht gewettet. Oh. Der ist wirklich langsam geworden, der Sledgehammer. Ui, der ist wirklich langsam. Uiuiui. Okay. Wenn du mal richtig triffst, ist dann auch so ein Zombie halt auch mal tot. Oh Mist. Ja, geh weg, weg. Also dieses Gestuntsein, das ist echt nervig, ey. Oh, meine Wellness. Uiuiui. Immer schön weggehen. Jo. Mal kurz aufräumen. Ja, wunderbar. Genau. Uiuiui. Wir sind ja als mehr Zombies. Also nimmer. Wird nicht weniger. Nee, wir sollten uns Ja. Luftatmen nehmen. Ja, hast recht. Das ist zu Bisschen gefährlich. rausgehen, ja. Bisschen mal Oh Mann, Abstand. ey, ist das so krass, ey. Puh, das. Hilfe, meine Freunde, Hilfe. Das sind ein paar viele.
Ich kriege hier keine Ruhe, in Ruhe was zu kraften, weil ich zu viel Panik habe. Wann habe ich denn, wann spiele ich das mal? Ja, ziemlich selten, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, sehe ich Aber auch. wenn man zusammen das zockt, Alter, ist das viel geiler. Ja. Macht viel mehr Laune. Richtig. Als alleine, Da hast du wiederum recht. Ja, geh dir mal ein bisschen Zeug sammeln, das du brauchst. so, jetzt versuche ich mal. Ich gehe noch ein bisschen Holz besorgen. Also Vogelnester zu finden ist jetzt wirklich nicht gerade das Einfachste. So, erstmal einen Bogen, Ja, mach dir mal dass ich den Flitzebogen. erstmal. So. Puhu. Jetzt haben wir wenigstens in dem Sinne Bogen, nur keine Federn. Oh, ich habe was zu essen gefunden. Oh, ist das toll. Oh. Oh. Sehe ich schon Ach, wieder. siehst du, ich sollte auch mal was essen. Erinnere mich mal öfters mal dran. Ja, mache ich, mache ich, Weil mache ich. ich bin so einer, der isst nicht gerne. Ah, du vergisst das gerne, also. Ja. Das ist schlecht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es keine Nester, ey. In der So. Karte. Mal alles mit, was ich finden kann, was man so gebrauchen kann. Hast du noch was zum Trinken? Du hast ja alles gemacht mit Trinken, ne? Ja, brauchst du was zu trinken? Ja, klar, du hast die ganze Gläser eingesackt. Ja, ich konnte es ja noch nicht kochen, nimm mal mit. Ist ja jetzt, Achtung, ist hinter das. dir. Oh, ist ja puh. Oh nein. Geh weg da. Danke. Alter, hast du einen Vorschlaghammer, Ja, den habe ich gefunden eben im Auto. Das ist wenigstens eine halbe Waffe, ey. Die ist nur sehr, Alter? sehr langsam. Also. Ja, aber der haut dir das Gehirn raus. Ja, richtig. Aber trotzdem brauchen wir noch für uns Federn. Ganz dringendst Federn. Ja. Und in die Stadt kommen wir jetzt erstmal nicht. Da ist momentan so viel los. Das ist irgendwie blöd. Ja, in die Stadt kommen wir nicht. Und ja, meine Freunde, das, was danach noch passiert, das seht ihr bei der nächsten Folge. Oh, ist die Folge schon vorbei? Okay, na Ja. gut. Dann machen wir einfach hier an der Stelle mal Schluss. Und wie der Nico schon so schön erwähnte, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Also würde ich sagen, lieber Nico, schön, dass du da warst. Ja, schön, dass du auch da warst. Genau, und ich würde sagen, macht's gut, bis dahin. Ciao, Bis ciao. dahin. Ciao, ciao.